Wow, das ist aber steil hier. Dein Freund Papunga hat sich tief in dieser Klamm verlaufen? Ja, es tut mir leid, euch zu fragen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Lass uns gehen, Kilian. Augenblick noch. Ja, was ist denn? Da gibt es noch etwas. Diese Gegend heißt zwar Stillklamm, aber angeblich schläft hier ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Tengulis ist auch noch nicht zurück. Ich dachte nur, ihr solltet das wissen. Mein Bauch, er tut so weh. Oh, was ist los? Mein Bauch, ich habe ganz plötzlich Magenkrämpfe. Ich habe zum Frühstück bestimmt was Falsches gegessen. Sag mal, Kind, so blass wie du bist, geht es bestimmt auch nicht gut, oder? Kilian, du hast doch auch Magenschmerzen, oder nicht? Also soll man ihm da jetzt mitspielen oder nicht? Partner unterstützen oder voll im Stich lassen? Ich lasse es den Zufall entscheiden. Was ist los, Kilian? Ich brauche deine Unterstützung. Du als mein Partner musst doch auf meine Stichworte reagieren. Warum regst du dich denn plötzlich so auf, Chrissy? Hast du keinen Bauchweh? Wie? Ja. Ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Aber egal, uns interessiert das Monster. Was für ein Monster ist das genau? Ich weiß nicht sehr viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob es wahr ist oder nicht. Nun ja, kann man wohl nichts machen. Hoffen wir, dass das Monster gar nicht existiert. Papunga sollte irgendwo auf U10 sein. Bitte passt auf euch auf. In Ordnung, verstanden. Auf geht's, Kilian. So, U10, der Dungeon ist ein bisschen kleiner als der letzte. Der letzte hat ja schließlich 13 Ebenen. Was haben wir hier? Ein lila Gummi. So. Kriegst du jetzt einen Donnerschock? Und du auch. So. Treppe. Eine Amrena-Beere. Hätte ich gar keine mitnehmen müssen. Aber gut, haben wir wieder was auf Vorrat. Verzweigte Gänge, ich liebe es. Wenigstens geben die Jan mal gut EP. Was ich übrigens sehr faszinierend finde, ist die Tatsache, dass Don Marcy, obwohl er so, obwohl uns ein paar Level unter uns drunter ist, schon fast genauso viel KP hat wie ich und Chrissy. Na gut, der hat jetzt auch 2x5 KP dazu bekommen. Der macht ganz schön viel Schaden mit seinem Tackle. Rum. So. Da, 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 da.
Und paralysiert haben wir ihn auch noch, sehr schön. So. Hier ist ein Apfel. Helfe ich dem Don lieber mal ein bisschen da hinten. War klar, dass der wieder daneben geht. Das Viech hält ganz schön was aus. Was haben wir denn hier? Geld und ein Plosivsamen. Bei den Hundustern habe ich irgendwie immer das Glück, dass ich die paralysiere mit dem Donnerschock. So. Mehr Georockbrocks und die Treppe. Wurde auch Zeit, dass ich die in der Ebene mal finde. Don Mars hier reicht Level 9. Geschwindigkeit reduziert. Das ist etwas, was ich ganz, ganz gern mag. So, drei Ebenen noch und wir sind am Ziel. Ein Plosivsamen. Und weiter geht's. U8, ein Paras. Ein Quapsel. Und jetzt, gerade jetzt habe ich keine Donnerschocks mehr. Na super. Hypnose. Und natürlich schläfert er mich ein. Hey, jetzt weiter, ihr könntet vielleicht mir mal helfen oder so. Ja, nimm Stein. Schlafende Duflur soll man auch nicht wecken. U9. Was haben wir hier? Noch ein Plosivsamen. Immer wenn ich einen Samen sehe, habe ich die Hoffnung, es könnte ein Belebersamen sein. Magen knurrt. Okay, hier ist eine Sackgasse. Und die letzte Treppe, sehr schön. Sind wir nicht schon da? Hier sollte sich doch Papungas Freund befinden. Oh, hey. Wir haben dich gesucht. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut, aber großartig. Dein Freund wartet auf dich.
Tengulist ist weiter hinten. Was? Tengulist? Gehen wir. Hallo, wie geht es dir? Komm zu dir. Ah, kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich dunkel geworden? Da kommt was. Zur Seite, ihr! Er wagte es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade und das schließt euch mit ein. Hallo, Zapdos. Tengulist ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulist retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Zapdos? Das ist also das legendäre Monster. Yippie, gerettet, ich bin so glücklich. Aber ich bin zwar jetzt in Sicherheit, aber Tengulist steckt in Schwierigkeiten. Bitte erzähl uns ganz genau, was passiert ist. Ja, also, Tengulist hat mit seinen Blättern Wind entfacht und befreite mich so. Aber diese Winde haben eine Wolke auseinandergerissen. Und als das geschah, tauchte dieses Monster im Himmel auf. Das Monster. Es sagte, es hieße Zapdos. Sagtest du Zapdos? Ah, Team ACT. Simsala. Zapdos. Eins der legendären Vogel-Pokémon. Ich hörte, es habe lange Zeit geschlafen. Dann hat Tengulist es aufgeweckt? Nein. Der Wind von Tengulist war lediglich der Auslöser. Schließlich war bereits die dortige Abwesenheit aller Winde unnatürlich. Dies muss von den jüngsten Naturkatastrophen verursacht worden sein. Zapdos ist wütend darüber, aus seinem Schlaf geweckt worden zu sein. Tengulist muss gerettet werden. Aber Zapdos wird nicht einfach sein. Seine Elektroattacken sind richtig gemein. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir gehen auch. Wir werden Tengulist ebenfalls helfen. Was? Das ist gefährlich. Zapdos ist mächtig. Es ist wahrscheinlich, dass dies eure Kräfte übersteigt. Hey, wir sind nicht schwach. Und außerdem macht uns Zapdos keine Angst. Richtig, Kiel? Diese Antwortmöglichkeit ist sehr verlockend, aber ich habe keine Angst vor Zapdos. Seid ihr schon mal von einem elektrischen Schlag getroffen worden? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Kein Problem, ich bin Elektro-Pokémon. Zapdos ist richtig fies. Es ist entstande und versteißt euch zum Frühstück, ist euch das klar? Nee, hab keine Angst. Mit dem kleinen Schnabel kriegt er mich doch nicht mal das Ganze runter. Wir sind schließlich ein Retterteam. Wir wollen Tengulist helfen. Gut. Ich sehe, ihr habt Mut. Ja. Unsere beiden Teams sollten jeweils einzeln den Donnerberger klimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir uns auf diesen Kampf vorbereitet haben. Da wir um die Stärke unseres Gegners wissen, werden wir äußerst vorsichtig vorgehen müssen. Ihr solltet die Reise zum Donnerberg nur gut vorbereitet antreten. Unser Ziel ist es, Tengulist zu retten. Mögen wir erfolgreich sein. Ja, ich bin zu allem bereit. Kilian, lass uns unser Bestes geben. So, Abenteuer speichern. Ja. Speichern erfolgreich. Am nächsten Morgen. Oh, wir dürfen uns jetzt dann gleich mit einer Legende kloppen. Guten Morgen, Kilian. Ich hoffe, du hattest eine erholsame Nacht. In Ordnung. Wir sollten zum Donnerberg aufbrechen und Tengulist retten. Was meinst du? Aber Simsal hat uns gesagt, wir sollen uns sehr gut vorbereiten, bevor wir dorthin aufbrechen. Das machen wir. Wir können sofort zum Donnerberg aufbrechen oder später. Es liegt an dir. Aber in jedem Fall sollten wir unser Bestes geben. Ja, es liegt wirklich an mir, ob ich jetzt zum Donnerberg gehe oder ob ich vorher noch ein bisschen trainiere oder sowas mache. Und da bin ich auch gerade am Überleben, weil wenn ich so mal ein bisschen schaue. Ich bin selber erst Level 14. Chrissy ist Level 12. Und der Don ist auch erst Level 9. Zapdos ist ein ziemlich harter Gegner. Und von allen Bossen, die es in diesem Spiel gibt, der, von dem ich ihm am meisten Respekt habe.
Gerade weil er schon so relativ früh im Spiel kommt. Daher bin ich gerade am Überlegen, ob ich zumindest bis Level 15, 16 was trainieren soll. Aber mal schauen, ich habe ja eigentlich relativ viele Belebersamen. So viel, wie ich noch nie zuvor zu diesem Zeitpunkt hatte, um ehrlich zu sein. Mit 5 Belebersamen haben wir, glaube ich, sollte es eigentlich auch kein großes Problem sein. Ja. Moment, was haben wir denn jetzt eigentlich alles hier im Lager? Insgesamt haben wir 5 Belebersamen. Die Frage, ob das genug ist, um Zapdos zu besiegen. Zapdos ist ein richtig harter Gegner, auch wenn ich gegen beide seiner Step-Attacken resistent bin. Dafür kriegt Chrissy zumindest von den Elektro-Attacken ordentlich aufs Maul. Und gerade weil er noch Level 12 ist, sollte ihm das richtig wehtun. Gut, ich gehe stark davon aus, dass wir, während wir den Donnerberg erklimmen, nochmal ungefähr ein Level-Up mitnehmen könnten, aber es wird trotzdem verdammt eng und wenn, dann verballere ich alle meine Belebersamen und ich weiß nicht, ob mir das das Risiko wert ist. Aber wisst ihr, was ich mache? Es gibt hier nochmal, könnte ich euch auch mal zeigen. Hier gibt es so ein nettes kleines Dojo, in dem man trainieren kann. Ich denke mal, ich werde hier jetzt einfach mal offscreen ein bisschen reingehen, ein bisschen trainieren. Und dann werde ich mich Zapdos stellen, sobald ich mich dazu bereit fühle. Dazu werde ich aber auch erstmal den Don mitnehmen und die Items werde ich alle da lassen. Ist jetzt momentan sowieso ein jetzt habe ich den nicht gelagert, ne? Ist momentan eher ein relativ guter Zeitpunkt, den Part zu beenden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann hole ich jetzt noch den Dun ab, dann beende ich den Part und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ich dann schon trainiert habe. Aber den Dun nehme ich mit. So. Ich mache dann an dieser Stelle mal Schluss hier und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut!